Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sporttotal. Heute der WSV auch wieder mit viel Zuversicht hier in Köln unterwegs. Anstoß, der FC eröffnet das Spiel. Ein Drittel der bislang erzielten FC-Tore gehen auf sein Konto. Jetzt wieder der FC. Und da ist er wieder. Die 18, Mittelstädt. Und das Ding sitzt! Tor für den FC! Aus dem überhaupt nichts, aber da hatte man ihm zu viel Platz gelassen. Maximilian Schmid mit der Fackel ins Glück. Traumtor am Sonntagnachmittag. Gesucht und gefunden, Maximilian Schmid zieht nach rechts raus und dann mit dem rechten Schlappen. Keine Chance, Sebastian Patzler. Schöne Bewegung, Ball klebt am Fuß und dann mit rechts. Technisch hochwertig. Ja, warum nicht? Eieieiei. Wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball. Ja, und die erste ernstzunehmende Torannäherung des WSV. Und jetzt passt da die Restverteidigung gar nicht. Schmid, ähnliche Distanz wie gerade, legt jetzt nochmal ab. Und das Ding, ein Meter links vorbei. Eieiei. Und da muss man auch wirklich sagen, der WSV jetzt auch hinten komplett blank. Starkes Ding von beiden. Patzler am Ende mit seiner Erfahrung ganz stark gemacht gegen Mittelstädt. Das Spiel unverändert, frühes drauf geht es FC, führt zu Ballgewinn und führt zum 2:0 für den ersten FC Köln, die U23 mit dem zweiten Treffer durch Hendrik Mittelstädt. Und die WSV-Defensive, das ist völliger Wahnsinn, was hier passiert. Unbedrängt in die Beine, gespielt von Lukas Nottbeck. Der schaltet schnell, sieht in der Mitte Hendrik Mittelstädt. Und der mit seinem vierten Saisontreffer macht das abgezockt vor Patzler. Legt den Ball links vorbei ins linke untere Eck. Mit mäßiger Ausbeute bei den Media Days in Wuppertal. Schmid schön abgelegt und da war die nächste Chance. Schöne Co-Produktion. Und wieder Montag, wieder mit der Distanz und das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Da war zum ersten Mal eingreifen, Urbich. Heute nicht. Doch, Tor! Der WSV meldet sich zurück. Pires Rodriguez maßgenau auf Roman Prokop. Gerade haben wir uns noch gefragt, wo ist der denn hin? Spielt er heute mit? Ja, der ist auf dem Feld. Und er trifft, der steht richtig. Mittelstädt. So, jetzt haben wir alles geordnet und sehen den Einwurf des WSV. Und da ist er direkt mal mit seiner Größe. Der gerade eingewechselte Königs. Gefragt, konzentrierte Verteidigungsarbeit. Und wenn sich die Möglichkeit ergibt, gerne mal kontern. Ansonsten ist jetzt der WSV dran mit dem Schuss vom gerade eingewechselten Serhat Güler. Schon auch eine eher defensiv starke Vorstellung der U23 des 1. FC Köln. Aber trotzdem, da muss ganz klar mehr kommen von einer Mannschaft, die so hoch dekoriert ist mit individuell starken Spielern. Jetzt nochmal Güler links vorbei. Das gehört dann einfach dazu. So, das war's. Schiedsrichter Cengiz Kabalakli pfeift das Spiel ab. Die U23 des 1. FC Köln gewinnt verdient. Das muss man ganz klar so sagen. Verdient gegen einen heute schwachen Wuppertaler SV mit 2:1.
Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.